Südtirol ist das Land der Berge, der Weintrauben und der Skilehrer. Südtirol ist das Land der Schlösser und Gespenster. Gespenster hat es nie gegeben, das ist ein Märchen. Die Südtiroler Politik ist Weltpolitik. In Südtirol heißen die Politiker Craxi, Bertini, Kaserer, Gamper, Robert Böder und der Capellini. Die Politiker regieren, reden, sie machen oft auch eine Preisverleihung. Politiker haben immer schöne Krawatten an, rote, grüne, blaue und gelbe. Sie sind immer sauber. Ihre Schuhe glänzen oft. Alle Politiker kommen in den Himmel. Wenn man das so liest, so hat man wirklich eine Freude als Politiker, wenn es heißt, alle Politiker kommen in den Himmel. Und so gesehen möchte man meinen, ja, ja, ein Kompliment. Wenn man aber tiefer geht, dann sieht man auch, dass es vielleicht auch etwas ironisch gemeint sein kann, denn wir haben zurzeit die Diskussion in Südtirol, ob De Gasperi selig gesprochen werden sollte oder nicht. Und da haben wir als Partei ganz eindeutig gesagt, kein Politiker soll heilig gesprochen werden, denn ab und zu lügt jeder Politiker. Und aus diesem Grund, und so meinte es wahrscheinlich wohl auch Paul Michel. Vielleicht hat er gerade im Hinblick auf diese Diskussion sowas geschrieben, denn er hat einfach die Fähigkeit, dass er oft in ganz kurzen, prägnanten Sätzen eine Wahrheit zum Ausdruck bringen kann. Wenn man es zum ersten Mal liest, könnte man auch beleidigt sein, und zwar deshalb, weil ab und zu ein bisschen Kritik oder irgendwie Ironie dabei ist. Aber wenn man dann näher eingeht, so sieht man, dass er im Grunde genommen gar nicht Unrecht hat. Ich glaube, er versteht es wirklich, mit einfachen, prägnanten Worten etwas wesentlich zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel, Politiker haben immer schöne Krawatten an, rote, grüne, blaue und gelbe. Natürlich kann man da sagen, ja, vielleicht will er da den einen und den anderen, der sich so als ganz besonders schmucker Hahn präsentieren will, dass er den kritisieren möchte, lächerlich machen möchte. Aber umgekehrt, wenn man es etwas tiefer liest, so kann man auch sagen, der Politiker stellt sich immer wieder etwas anders dar. Ich will nicht sagen wie ein Chamäleon, aber immerhin ab und zu mehr ernsthaft, ab und zu mehr umweltbetont und ab und zu mehr kulturbetont und ab und zu mehr volkstümlich und ab und zu mehr wissenschaftlich, kurzum, je nachdem, in welcher Umgebung er sich befindet, ab und zu vielleicht auch etwas egoistisch und vielleicht auch mit einem gewissen Hintergedanken, ab und zu vielleicht auch, indem er sein Inneres preisgibt. Und das könnte auch die Krawatte versinnbildlichen.